Moin Leute, ich freue mich mega auf den Tag. Es wird richtig cool. Heute steht nämlich das erste Turnier mit Balti an. Er kennt es schon, Mama hat ihn schon eingeflochten. Er sieht richtig schick aus. Wir bereiten ihn gerade noch alles vor und füllen das Wasser. Das nehmen wir nämlich mit, weil es ist echt warm. Ansonsten ist der Transporter schon fertig gepackt. Heu und alles ist drauf. Und ja, dann kann es jetzt gleich losgehen. So, wir sind jetzt angekommen. Wir sind etwas spät dran, weil wir so viel Verkehr hatten. Deswegen machen wir jetzt mal direkt fertig. Aber wir haben trotzdem noch genug Ruhe, dass wir alles ganz entspannt machen können. Wir müssen ja selber erstmal gucken, wie Balti sich so benimmt bei sowas. Aber er scheint erstmal sehr entspannt zu sein. Wir machen ihn jetzt mal fertig. Talk to me, baby. So, dann stand endlich unsere erste Prüfung an. Das war ein L-Stilspringen Weg und Zeit. Das bedeutet, man soll so bestimmte Wege reiten, so ein bisschen wie Abkürzung aus dem Zeitspringen, um halt zu zeigen, dass man sowas kann. Und es ist vielleicht nicht die optimale Prüfung, um das als Turnierstart zu nehmen. Aber ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich kein gutes Gefühl habe, dass ich die Abkürzung nicht nehme. Aber ihr seht ja selbst, was jetzt gleich ist. Auf jeden Fall haben wir die 1 schon mal sehr gut getroffen. Und dann jetzt auch die Linie von 2 auf 3 war richtig gut. Vielleicht minimal dicht, weil ich richtig reingeflogen bin. Aber es war eigentlich vollkommen in Ordnung. Und jetzt seht ihr hier, nehme ich meine erste Abkürzung. Die war auch noch mit die einfachste, sage ich mal so. Da kam so ein netter Steil nach der engeren Kurve und das war ganz gut. Hier der Ochs war ein bisschen groß. Aber Balti ist einfach richtig, richtig toll gesprungen. Jetzt hier vor der Kombi habe ich gefühlt gar nichts gesehen. Da hat Balti mich richtig gerettet. Das war ein bisschen dicht. Und diese Abkürzung fand ich am schwersten. Aber weil ich so mit wenig Tempo aus der Kombi kam, hatte ich so das Gefühl, dass es passen könnte. Und wir sind ja auch richtig gut rumgekommen. Und der Ochser danach, da hat Balti dann auch richtig mitgekämpft und ist richtig abgehoben. Und ja, dann stand schon der letzte Sprung an und wir waren einfach null. Ich habe mich mega gefreut. Vorne Rennen für die Fahrt 6. Den 6. Platz belegt die 690 Baltimore mit Lia Juli Beckmann für den Zug 3 und Fahrverein Lien. Auf dem 7. Platz die 328 Greta mit Katharina Haverkamp für die Turniergemeinschaft Silbertrog. Auf dem 8. Platz die 67 Corny Baroness mit Greta Magdalena Geiping für den Reit- und Fahrverein von Nagel Herbank. Und auf Platz 9 die 101 Centurio mit Luisa Fallenberg für den Reitverein zur Ehrenrunde rechts abzubrechen. Keep on trying. Glass after glass, I keep hoping you'll come around. Drowning a fight in what whatever can be found. 'Cause I've given in to all my demons.
Dann stand unsere zweite Prüfung an. Das war ein A2-Sterne-Springen mit Siegerrunde. Das bedeutet, ein Teil der ersten, in der ersten Runde, die ich hier jetzt gerade reite, die dürfen dann nochmal so am Ende so ein Stechen reiten. Und deswegen, ja, bin ich auch schon ein bisschen schneller geritten, damit ich unter die Starter komme, die dann nochmal in das Stechen rein dürfen. Genau, deswegen bin ich hier eben diese kürzere Wendung geritten. Und jetzt gleich mache ich es noch einmal, weil das waren so die ähnlichen Wege wie aus dem L-Springen. Daher wusste ich schon, dass es richtig gut klappt. Und vor allem auf A2-Sternhöhe war das dann ja gar kein Problem mehr. Und ja, wie ihr seht, die Runde war richtig, richtig gut. Hier die Abkürzung einmal, whoops. Aber Balti hat es einfach so, so toll gemacht. Also echt, ich kann da wirklich nichts zu sagen. Es war so toll. Es hat einfach alles gepasst. Und ja, ich war mega happy. Wir haben wieder eine Nullrunde hingelegt und haben damit natürlich gehofft, dass wir in die Siegerrunde kommen. Für den Zug reingefahren. Erwarten wir die 690. Baltimore mit Lia Juli Beckmann. Und dann haben wir es tatsächlich einfach geschafft und sind in die Siegerrunde gekommen. Wir waren, glaube ich, auf Platz 5 oder so nach der ersten Runde und waren somit locker mit drin. Und ja, ich habe mir schon vorgenommen, ein bisschen schneller zu reiten, so wie es halt möglich war. Ja, genau. Und es hat einfach mega geklappt. Hier von 1 auf 2 sind wir schon mal schön vorwärts. Und dann haben wir hier wieder diese Abkürzung genommen zu Sprung 3. Das war richtig gut. Jetzt hier muss ich einmal ein bisschen auf die Distanz warten, aber ging trotzdem noch gut und dann bin ich wieder ein bisschen vorwärts geritten, weil da wollte ich auf gar keinen Fall den kurzen Weg nehmen zur Kombination. Aber das hat auch so vollkommen ausgereicht. Dazu gleich mehr. Und jetzt hier der Weg zum letzten. Ja, es war sehr mutig, weil die hat es so mega gemacht. Fehlerfrei in 35,38 Sekunden. Das ist die neue Führung. Nach wie du meinst. Genau. Wie lange wie du gewinnst, ist uns das egal. Hey, where have you been? I've been looking for you now and then. Someone just like you. Can make me feel the way you do. Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run, run away. All I need is you, now and always. Else than each other, you and me, we could run. Okay, wow, was soll ich sagen? Unser erster Turnierstart ist, würde ich sagen, mehr als geglückt. Balti hat auf jeden Fall schon richtig Hunger hier auf das Gras. Das hat er sich auch auf jeden Fall verdient. Also ich sag nur wow. Und dieses zweite Springen, was ich gerade geritten habe, das A2-Sterne-Springen, das ist auch so eine ganz besondere Tour. Und da gab es einfach noch so krasse Ehrenpreise. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Also vielen Dank auf jeden Fall da an ZGM Sports, dass sie diese Prüfungen oder so eine Tour möglich machen. Das ist einfach wow. Und ja, wir stellen den Balti jetzt mal auf Transporter und dann geht's nach Hause. Sie kann sich nicht vom Gras trennen. Nee. Nein, ich bleib hier. Ja,
Also wirklich, schaut euch das mal an. Es ist wirklich absolut krass. Viredus hat so viel gesponsert. Es gab einfach eine Schabracke mit Haube dazu und dann noch solche schönen Felgermaschen. Also wirklich wow. Und außerdem gab es dann hier noch ein paar Gutscheine von Rimondo. Da kann man sich dann sein Video holen, das gefilmt wurde während der Prüfung. Und noch einen Gutschein für den ZGM-Shop. Also wirklich wow einfach. So, wir sind zu Hause angekommen. Bald steht sicher in seiner Box. Wir decken ihn jetzt noch um und holen die anderen gleich rein. Dann gibt es noch Abendbrot und alles, was dazu gehört. Ich bin mehr als happy mit diesem Tag. Also es hätte wirklich nichts besser laufen können. Es ist unglaublich. Aber ich bin auch wirklich sehr, sehr müde. Und ich freue mich, was noch so für uns kommt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.